So, Leute, willkommen zurück zu Pandoras Tower. Oh yeah, im letzten Part haben wir in den Klammsäulen alles erledigt, um nur den Meister herausfordern zu können. Und haben außerdem, ja, unser Inventar erweitert. Schön, wir können nämlich jetzt 40 Sachen tragen. Das sieht schon mal wesentlich besser aus. Und ich sehe gerade bei der Ausrüstung unten, das hat sich auch erweitert. Jetzt guckt mal. Ja, guckt mal einer an. Moment, da gucken wir doch direkt mal, ob wir da vielleicht noch ein bisschen was dran klatschen können. Irgendwann andersrum. Andersrum, so. Kann ich das irgendwie anders sortieren? Guck jetzt mal, das war ganz spontan. Wir hätten eigentlich hätte ich den Stein der Weisen noch tragen können. Das sehe ich hier leider jetzt gerade erst. Wirkt gegen Erschöpfung. Habe ich nicht noch einen? Ach, den Zahn habe ich ja weggeworfen. Aber warte mal, ich kann. Das kann ich noch anlegen. Das kann ich noch anlegen. Ihr fragt mich jetzt, was? Wie soll das denn gehen? Mal, pass auf, pass auf. Pass auf, du. Ich muss nur den hier da hinlegen. Was? Moment, jetzt bin ich... Ah, was mache ich hier? Halt. Ja. Ja, möchte ich auch gerne, aber wie? Ah, was habe ich jetzt? Hilfe, ich kann nichts anlegen. Hä? Ja, ich habe gerade aus Versehen die Waffe abgedreht, das sehe ich, aber ich... Toll, ich komme nicht aus dem Menü raus hier. Ah, da unten. Oh, ich dachte schon. Meine Güte. Panik. So, verdammt, dass da oben war. Wo drehen? Y da, so. Okay. Und ja, jetzt kann ich den Knochen anlegen. Mensch. Ganz gesehen, dass da unten die Waffe drin war. Aber jetzt guck mal, ein bisschen extra verstärkt. Alles schön. Und jetzt geht's weiter. Zurück zu den Klammsäulen. Meisterfleisch besorgen und Helena ein Stück weiter vom Fluch befreien. So, da unten die Leiste ist genug gefüllt, sodass wir auf jeden Fall zurück sein sollten, bevor Helenas Fluch wieder übergreift. Wir haben jetzt auch eine kleine Abkürzung geschaffen mit den Leitern. Also, jedenfalls, wenn ich mich da nicht verguckt habe, müssten wir wirklich eine Abkürzung geschaffen haben. Wir wissen ja, wo die Tür ist. Und genau dahin werden wir nun laufen. Quatsch, so, die Gegner werden erstmal ignoriert, weil es sind irgendwie gar keine Gegner da gerade. Na gut, okay. Ich hätte die Gegner sowieso ignoriert. Einfach, weil das nächste Fleisch definitiv das Meisterfleisch sein wird. Hoffe ich. Ehrlich gesagt. So. Wieder darüber. Das müsste da draußen gewesen sein. Wo dann die Leiter auch gespawnt ist, nachdem wir sie aktiviert haben. Upsala. Zu früh gedrückt. Ein bisschen zu früh gedrückt. So, ihr geht mal weg. Lasset mich in Frieden. Okay, da müsst ihr da. Ich dachte eigentlich, da wäre schon da unten die Leiter. Die ist doch hier irgendwo, oder? Kann natürlich sein, dass sie jetzt nicht mehr aktiv ist, weil ich den Turm verlassen habe. Er wird auf dem richtigen Weg jedenfalls. Hier irgendwo in der Nähe ist der Meister. Plopp. Einmal rüber. So. Ja, ist wieder schon. Ich habe generell das Gefühl, es sind weniger Gegner da. Vielleicht liegt es ja wirklich an der Ah, da oben ist die. Da oben. Damals gerade gesehen. Da ist die Leiter, die ich wollte. Wunderbar. Und da oben sind wir so gut wie anwesend. Hoffen nur, dass wir nicht von den Typen hier nochmal böse überrascht werden. Lasst mich einfach ziehen. Ich tue euch nichts. Vögelchen. Oder was auch immer ihr darstellen wollt. Das eben waren Federmäuse, ne? Im Dunkeln fällt mir gerade auf. Das ist ja. Also ich glaube nicht, dass die davor Federn hatten. Na, guck mal. Jetzt können wir uns auch hier heilen. Jawohl. Vielleicht sprudelt das auch nur tagsüber. Vielleicht eine Information, die ich übersehen habe. Wow, das war knapp. Das war ganz schön knapp gerade. Das hätte auch ins Auge gehen können. Ups. So, dann nehmen wir... Ups. Und du da störst gerade ein bisschen. Bisschen sehr. So. Ups. Und. Einmal. Achso, was habe ich jetzt gemacht? Jetzt habe ich die Kette da festgebunden aus Versehen. War nicht meine Absicht, sorry.
Moment, wo war der jetzt? Die Tür, die war doch hier irgendwo. Ich soll nochmal mich da oben festhangeln, kann ja sein. So. Dann dürfte ich bitte einmal dieses Steinchen hier mitnehmen. Das heißt, ich guck mal, ob ich da vielleicht einfach so hoch kann. Also, ja, kann ich, aber ob ich dann da auch zum Meister komme. Ah ja, okay, komm. Brauche ich gar nicht. Brauche ich das dir Döns alles gar nicht. Tap, tap, tap. So, und rüber. Wunderbar. Ja, dann werden wir nochmal kurz hier die Kisten looten, die er davor seiner Hütte stehen hat, der Gute. Wie auch immer er heißt. Wir haben jetzt auch erstmal alles gefunden. Ja, eine Klammsäule war uns ein bisschen schwieriger angestellt. Aber jetzt läuft's besser. Meilenstein erreicht. Oh, Hauaha. Der ist wirklich in Stein gemeißelt. Hm. Gucken wir mal, eine unlesbare alte Notiz. Ja, hervorragend. Direkt mal mitnehmen. Direkt mal mitnehmen. Ach, guck mal, da ist es. Oh oh. Das mag er nicht so. Okay. Das scheint ein bisschen langsamer zu sein. Pass auf, wir ketten ihn einfach fest hier an den Stein. Flopp, da kann er sich erstmal nicht bewegen. Wir haben genug Zeit, um da. Ah ne, Moment, haben wir nicht. Wobei, da haben wir doch. Ich muss es nur. Bin ich ganz sicher, ob ich da so. Oh, jetzt! Flatsch! Sehr gut. Und sagen, ich bin nicht sicher, ob ich lange genug warten kann dafür. So, ich muss erst hinter ihm schleichen. Dann die Kette entfernen. Um sie dann da oben anzubringen. Oh. Er darf nicht merken, dass ich auf dem Weg bin. Um ihn ein bisschen zu verarschen. So, jetzt. Ah, nein! Daneben! Er hat den Stein kaputt gemacht. Alter Schwede, macht der Schaden. Ja, ein bisschen Medizin. Kann ich denn auch seinen Arm festketten? So, flop. Ah, nee. Vergiss es. So, jetzt aber. Habe ich jetzt so viel mehr Zeit als gerade eben? Ich weiß es nicht. Einmal kräftig dran ziehen. Nee. Der hat mich schon wieder gesehen, der Blödkopf. Ein bisschen träge, der Kollege, aber. Erinnert ihn offensichtlich nicht daran, mich zu attackieren. So, jetzt. Festzuchen! Alter Schwede, das war knapp. So, einmal einholen. Einholen, sagte ich. Ah, ich wollte gerade ziehen. Gerade ziehen. Schnell nochmal dran. Nein. Ausrüstung beschädigt. Oh, da müssen wir das erste Mal, glaube ich, was reparieren. Weil, er hat neue Blöcke hingelegt. Das ist sehr nett. Und das ist perfekt gerade. Das war nicht so perfekt. Was mache ich da gerade? Zieh einfach so. Das war merkwürdig. Warum ist die Kette eigentlich golden gewesen gerade? Der Typ hier will jetzt erstmal wieder. Oh, wow. Ah, lass uns mal. Lass mal stecken, Kollege. So, flatsch. Perfekt, würde ich sagen, wenn da nicht die ganzen Blöcke, die da gerade spawnen lassen, im Weg stehen würden. Ich stehe jetzt gerade wirklich alle ziemlich im Weg. So, jetzt aber. Zu viele davon. So, jetzt aber. Mann, der sieht mich immer. Der dreht sich immer so ganz lange ab und so. Like. Aber es hat keinen Sinn, wenn ich hier stehen bleibe. Da sind einfach zu viele von den Knödeln. Guck mal. Habe ich genug Zeit? Ah ja, das war ein
Zieh! Was? Ich konnte gerade irgendwie... Ich wollte gerade ziehen, aber es ging nicht. So, normal. Okay, jetzt aber. Das erklärt aber, warum die Kette eben golden war, weil ich sie natürlich, weil sie fast ganz aufgeladen war. So, einfach nochmal, jetzt ist ja natürlich wieder perfekt in Reichweite. Mann, ist ein bisschen träge gerade. Ich komme nicht weg. Lass mich einfach gehen. So, erstmal wieder ein bisschen Medizin hier. So, jetzt hat er überhaupt, jetzt habt ihr gar keine Steine mehr, oder? Also gar keine Säulen mehr, um ihn fertig zu machen. Nee. Dann gib mir bitte ein paar. Das sind nicht die Säulen, die ich haben möchte. Aha, schon besser. Damit kann ich was anfangen. So. Und einmal wieder festzurren. Ja, der platziert jetzt aber auch genauso, dass ich da einen ewig weiten Weg habe, wenn ich rumgehen möchte. Guck mal, ich kann sogar an seinem Gesicht festziehen. Aber das bringt nichts, scheinbar. Kann es doch einfach sein, dass es mittlerweile, dass ich mir jetzt eine andere Taktik überlegen muss. Nee, der will nicht mehr. Der will nicht mehr. Kann ich daran ziehen? Keine Ahnung, ob es irgendwas bringt, aber... Ja, guck mal, der löst die Kette immer wieder sofort, wenn ich einfach mal ziehe. Zack. Ich habe leider das Dokument gerade nicht mehr so genau im Kopf, was die mir über den Typ gesagt haben. Nein, mach den Stein nicht kaputt. Mist. Kann ich ihn vielleicht einfach... Wow. Okay, sowas kann er auch. Gut zu wissen. Oh, ja genau, wo ich gerade durchgehen wollte. So, einmal da. Jetzt aber. Ziehen einfach. Okay, ich lasse ihn jetzt wieder vorher mal los. Ich mache das mit kleinen Schritten, vielleicht nicht komplett voll aufladen. Da ist die Zeit oft zu knapp, leider. Ja. Ich immer die falsche Taste drücke. Und aussehen das Menü öffne. Gut, aber ich habe ihm schon ziemlich viel abgezogen. Weil da hat er mir aber auch schon ziemlich viel Medizin. Nein! Oh, unnötige Position. Gefressen. Oh, jetzt hat er mich voll in die Ecke gedrängt. Komme ich gar nicht mehr. Weg! So. Das ist gerade da in einer sehr blöden Position für mich. Ich trinke was. Oh Mann. Schnell. Der ist echt anstrengend, der Typ. Ein bisschen nervig, der Kollege. So. Okay. Ich verstehe nicht ganz, wann er mich... Manchmal sieht er mich sofort und manchmal sieht er mich nicht, sobald ich hinter ihm bin. Das habe ich noch nicht so ganz geschnallt, ehrlich gesagt. Da, seht ihr das? Er dreht sich sofort um. Instant. Kann ich ihn jetzt vielleicht mal im Gesicht verketten? Nee, das bringt nichts. Jetzt hat er wieder alles kaputt gemacht. Nee, da ist noch einer. Da ist noch einer. Wenn es so weitergeht, brauchen wir noch eine halbe Stunde für den Kampf. Vielleicht näher dran gehen. Und wieder die falsche Taste. So. Damit hätte ich immer wieder ein bisschen länger aufladen können. So. Vielleicht muss ich hier einfach... Moment, halt, jetzt dürfte er mich aber nicht gesehen haben, hat er aber leider. Okay, was habe ich jetzt gemacht? Meine Kette wieder haben! Ich habe natürlich mal hab eine Idee, aber keine Ahnung, mir das was bringt. Also brauche ich meine Kette wieder. Und zwar, wenn ich hier mal ganz lange dran ziehe, passiert überhaupt nichts. Okay, gut.
Schade. Ich dachte, das lädt sich dann vielleicht auch auf. Das tat weh. Mano, warum nicht? Ich habe das Gefühl, ich mache irgendwas... Nein, hier ist eine Wand. Ich mache irgendwas falsch, habe ich das Gefühl. So, und jetzt nochmal. Und wieder, er dreht sich instant um. Moment. Klammmeister. Sind nicht einfach nur Oman und eine Herausforderung. Dennoch haben wir festgestellt, dass sie eine Erfahrung bringen konnten. Das Monster, Meisterflyer hat sich auf die Rückseite gebildet. Meisterflyer ist in eine Richtung, wenn er das Gefühl hat, dass sich vorhin eine Bedrohung naht. Ja, wie gebe ich ihn? Es wäre einfacher, wenn wir das Fleisch nur zu fassen bekämen. Er verlässt sich beim Fangen weinen auf seine Augen. Auch kann er sich auf die Bedrohung konzentrieren und sie verfolgen. Wurde ein Fighter fast, wird der Meister aggressiv und wirft unheimlich mit Steinen. Wird er bei uns suchen? Das bringt mir leider überhaupt nichts. Das nützt mir leider gar nichts. Ich glaube, wenn er so weitergeht, wird Helena total verflucht sein, bevor ich hier fertig bin. So, jetzt. Nein! Zieh! Bevor er mich sieht. Er hat mich schon wieder gesehen gerade. Zack, normal direkt. Normal. Na, schade. Okay, das war wieder gut. Ich werde mal was probieren jetzt. Das war dumm. Er hat mich nicht gesehen, eben. Na, jetzt hat er mich wieder im Auge. Und ziehen, bevor er mich sieht. Okay, ich glaube, jetzt habe ich... Jetzt habe ich ihn aber, oder? Da sind seine Steine schon wieder am Weg. Aua, hinter mir direkt. Okay, einmal noch kräftig ziehen, Leute. Einmal noch ziehen. Ups, war... Aua. So, jetzt aber. Nein, ich war nicht schnell genug. So. Okay. Ich werde die Kette jetzt nicht von selbst lösen. Ich werde einfach abwarten, bis es automatisch weg ist. Okay, jetzt. Der Meister wurde besiegt. Die Kraft der Kette wurde teilweise wiederhergestellt. Schön. Oh, das war echt anstrengend. Der war nervig, der Typ. Ich glaube, am Ende habe ich es besser gestellt. Okay, Helena ist noch im grauen Bereich. Gerade so noch. Mensch, das hätte echt ins Auge gehen können. Puh, was ein Kampf. Zurück zu ihr. Observatorium, ich habe Meisterfleisch mitgebracht. Also, muss auch selbstständig hingehen. Okay, ist kein Problem. Is no problem. Ich muss jetzt erstmal suchen. Wieder. Ah, nun muss ich gar nicht. Es steht direkt hier. Hi. Hallo. Haben wir Zeit, ein bisschen zu plaudern. Erstmal wieder was Schönes zu übersetzen. Ja, danke. It seems the Vestra used to be revered throughout Illyria for their mysterious powers. I wonder what happened to reduce them to living like this. Werden wir sicherlich noch herausfinden. Mavda told me that her people, the Vestra, are nomadic merchants. She said they used to have their own country long ago. I wonder what happened. Don't do anything stupid out there, all right? Come back here if it gets too dangerous. I'd heard about the powers of the Vestra, but it was still amazing to see them for myself. Na, guck mal. Nur beim dritten Plaudern wurde das erhöht. Wieder was dazugelernt.
Lohnt sich also doch immer mit ihr mehrfach zu reden. Ich dachte bei jedem Mal, wenn es was Neues kommt. Aber okay, nicht immer scheinbar. So, hier, Meisterfleisch, bitteschön. Diesmal in normaler Form. One funeral follows another. Children, the old, all are taken from us. The boy next door went too. Not enough to eat, they say. It's nigh on impossible to get hold of food. Our young men are all sent to the front. They don't return. The women and children struggle to bring the harvest in alone. Again, I saw something. What? Willst du dein Spiel speichern? Ja, das möchte ich. Aber Leute, bevor wir erfahren, was nun mit Helena passiert, beziehungsweise wie es nun weitergeht und was das für Visionen vor allem sind, dann möchte ich auch mal gerne drüber informiert werden. Aber ich habe das Gefühl, dass ich das nicht so bald erfahren werde. Und damit meine ich nicht von euch informiert, sondern vom Spiel natürlich selber. Aber das sind Sachen, die wir auch schon gelesen haben in den Dokumenten. Die Alten und Jungen werden alle genommen. Vom Krieg, den Folgen davon. Das haben wir ja in den Dokumenten gelesen. Und ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht. Und vor allem, was der dritte Turm für uns bereithalten wird. Was er überhaupt für ein Thema hat. Generell, sehr schön. Cool, cool, cool. Leute, das war Pandora's Tower für heute. In diesem Part geht's hier weiter. Bis dahin. Ciao.